Dorf immer. Wir haben so gesehen die etwas weicheren Reifen zum Start gegen El Salat, aber der Start ist gut. Wir kommen nicht vorbei. Aber wir kämpfen da gegen Liao. Kommen doch vorbei. Jo. Und auch direkt an Rogers. Evans kann sich ja gut vorne halten. Wo kommt der mit dem Drehfuß her? Ja, Edda, wenn du jetzt keine Durchfahrtsstrafe bekommst, dann weiß ich auch nicht. Schober ist raus. Ja, sehr ungünstig für Garuda im Kampf um den Titel. Edda müsste in die Box. Sonst... Was? Die kann weiterfahren? Die hat volle Möhre abgekürzt. Hat Plätze gut gemacht dadurch. Was soll das denn? Das ist aber nicht sehr nett. Okay, kürzt die Key kurz bitte die erste Kurve ab. Man kriegt da keine Strafe hier. Oh, jetzt fahren wir langsam zurück. Evans wird immer noch das Rennen an. Kann jemand mal Evans überholen? Das wäre mal langsam sehr nett. Genau, von beiden nebeneinander, da können die nicht vorbeifahren. Okay, jetzt wird Evans langsam überholt. Mello ist raus. Uiuiui. Viele Fahrer, die relativ schnell rausfliegen. So, wir geben bei Fahrermann etwas mehr Gas mit dem Reifen, aber dafür müssen wir Sprit sparen. Also langsam müssten wir an den Predators da, müssen langsam mal nach zurückfallen. Ich frage mich mal, warum wir mal so extrem nach hinten fallen und die Predators so gar nicht gefühlt manchmal. Außen, außenrum, sehr schön tief. Aber zumindest konnte sie so einigermaßen außenrum mithalten. Da ist jetzt Santa Ana. Der erste vorbei, direkt dahinter. So, Temperatur ist nun in den Reifen drin. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt innen vorbei. Nein. Oh, hi, Evans direkt davor. Lass bitte Evans nicht unbedingt jetzt hier die Blockade spielen. Das ist nämlich nicht so schön. Jetzt an Evans vorbei. Jawohl. Und jetzt mit mehr Schwung an Santa Ana. Nee, du. Lass mal. Wir kommen nicht nach innen. Wir kommen nicht nach innen. Ah ja, was ist das hier ein toter Bumm hier? Mein Gott. Boah, drei Leute nebeneinander. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gebe Pierce einmal auf die Medium-Reifen, glaube ich, oder auf die Soft-Reifen. Könnte, glaube ich, gut funktionieren. Also, Key kann auf jeden Fall noch vier Runden fahren, das steht fest. Und den Pierce so gesehen definitiv jetzt einmal in die Box kommen muss, nächste Runde. Darf jetzt ein bisschen Gas geben und fährt direkt an Santa Ana vorbei. Jawohl. Okay, du kommst in die Box. Supersoft. Voll tanken. Da zwei Runden können wir maximal gesund noch fahren. Mit China muss ich auch in die Box. Aber das war auf jeden Fall gerade die richtige Entscheidung aufzudrehen. Hier sind mehrere Leute in der Box gleichzeitig. Hier ist Feld auf Platz 17 zurück. Ist ja klar. Feld ist auf Platz 16 und kommt vor beiden raus. Jawohl. Zwei Fahrer schon raus. Das ist schon krass, dass direkt zwei Fahrer raus sind. So, jetzt einmal eine Runde richtig Gas geben. Santa Ana fährt weiter. Die Reifen sind auch schon relativ kaputt. Aber na gut, wenn man das unbedingt machen möchte, dann kann man das ruhig machen. Es könnte jetzt ein bisschen Chaos in der Box geben, weil 14 Runden kann man ja maximal fahren. Und wir haben da zwei Leute, die gleichzeitig nebeneinander fahren.
Jo, da ist ein Team definitiv, was gleichzeitig reinkommt. Raus. Jawohl. Wir kommen vor Liao raus. Ne, vor Edda. Ich war jetzt gerade bei Pierce. Die beiden Führenden sind jetzt mal in der Box. Konnten sogar 15 Runden fahren. Also Sprit sparen können wir auf jeden Fall ziemlich gut. Das muss man sagen. Ich will halt den Motor jetzt nicht runterdrehen. Weil mittlerweile sind wir so weit, dass die Wagen halt easy sparken, auch wenn wir ein bisschen aufdrehen. Pierce gegen Santana. Erstmal wird sie angegriffen. Von Liao. Nein! Ki! Das kann doch nicht wahr sein! Wie viele Runden haben wir denn noch? 18. Was machst du denn? Jetzt wolltest du auch abkürzen, wie Dings, und kriegst noch nicht mal hin. Wie dumm bist du eigentlich? Okay, wir haben 3 Punkte mit ihr, ne? Aber trotzdem. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Jetzt müssen wir irgendwie hoffen, dass... Obwohl, wenn wir jetzt in die Box kommen, könnten wir uns Software mal aufziehen, ne? Ne. Das reicht nicht. Wir fahren weiter. Aber schön Spritfahrt. Das ist natürlich jetzt richtig dumm gelaufen. Mann, Ki. Das ganze Feld ist wieder eng beieinander. Das heißt, Überrundungen wird es nicht geben. Ja, ich weiß, dass die Reifen kalt sind. Reifen können auch mehr nach oben gehen wieder. So, normale Geschwindigkeit. Safety Car fährt weg. Wir drehen auf. Ja, Pierce muss jetzt irgendwie vor Santana landen. Och Mann, ey. Da saß man einem richtig guten Rennen aus und an sowas. Oder was heißt es? Es war wirklich ein besseres Rennen momentan wieder dann, aber scheinbar wollte Key nicht, dass wir ein besseres Ergebnis rausholen. 2 Runden muss er noch mindestens fahren. Aber du duellierst dich da mit Rogers viel zu viel. Rudert richtig Vorsprung. 9 Punkte, ey. Hey, wie sollen wir das denn hinkriegen? Kann sein, dass die vielleicht gleichzeitig reinkommen, die Box. Das wäre ein kleiner Vorteil, aber ja. Du willst neue Reifen, du kriegst neue Reifen. Tanken ist okay, 12 Sekunden stehen wir, das ist sehr viel. Noch ein bisschen Gas geben. El Salat ist raus. Jetzt müssen wir nur Rogers besiegen. Ja, der andere müsste natürlich jetzt weniger tanken dann, ne? Also jetzt freie Fahrt. Aber wie gesagt, sie muss halt so gesehen an den irgendwie noch vorbei. Helmets mit Reparaturjob in der Box. Und Dings fällt vorbei. Jawohl. Puh. So was hätte man Glück. Also dass wir viel zu viel getankt haben.
9 Runden. Ja, wir haben zu viel getankt. Das ist gut. Also dadurch können wir den Motor ein bisschen länger belasten. Edda fährt auch los. Die kriegen wir wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, die haben Rogers. Punktgleich haben wir da. Kalaman Chanti. Oh, wäre natürlich auch was, wenn. Ja, fährt schon wieder los. Santa Anna ist in der Box, fährt schon wieder raus. Wir kriegen noch einen. Evans ist raus. Ja, toll. Jetzt läuft hier richtig mega komisch. Das läuft gerade sehr merkwürdig, muss man sagen. Also. Drehfuß fährt vermutlich an uns vorbei. Liao direkt vor uns, genau wie Edda. Piers fällt zurück, nicht schlimm. Wir werden punktgleich mit Archer. Aber, boah, Predator holt 17 Punkte auf. Oder 7 Punkte auf, das ist schon sehr viel. Mal schauen, ob Santa Ana den Platz halten kann oder ob er zurückfällt. Wäre schön, wenn er zurückfallen würde noch. Aber wir müssen uns eher mehr Sorgen machen um Rogers, dass der hinter uns bleibt. Santa Ana fährt da komplett alleine. Auch im Sprintfeld sind wir sehr, sehr knapp. Aber ich glaube, keiner muss auch nochmal in die Box. So wie es aussieht zumindest. Och, ey, das Ganze hätte wirklich so ein super Rennen werden können, aber nein. Hier muss natürlich alles zerstören. Warum machst du das? Wir haben genug Sprit an Bord. Jetzt ist eher die Frage Reifen, obwohl Rogers noch schlechter Reifen hat. Wie kaputt ist denn der Wagen? Voll zerstört. Aber so viele Autos sind noch nicht rausgefallen. 5 Stück direkt. Was? So Gas geben, auch motormäßig. Er bleibt vor Rogers, dann sind wir 9. Die holen halt 6 Punkte auf. Ja, okay. Aber. Trotzdem haben sie auch gut Rückstand mit 12 Punkten. Zwar weiß ich, dass das nächste Rennen normalerweise Tondela ist, was uns noch schlechter kommt. Aber ja. Mehr kann man da auch nicht machen. Oh, zu wenig Sprit. Sprit sparen. Engelhardt fährt die schnellste Runde noch. Noch Sprit an Bord. Naja, Platz 14. Naja, sehen lassen kann sich das trotzdem nicht. Warum Dias das denkt. Da wollen wir hin, da wo der Sabado fährt. Und dafür brauchen wir ein besseres Auto. Und Fahrer, die nicht crashen. Okay, das war jetzt, glaube ich, der erste Unfall, den sie hatte. Letzte Saison war es Gomez, der hier gecrashed ist. War es Gomez oder war es der andere? Ich glaube, Gomez war es eher. Edda bekommt noch eine Durchfahrtsstrafe, die sie nie angetreten hat. Die hat sie nie angetreten. Selbst wenn, okay, die hatte eine Safety-Car-Phase, wo sie aufholen hätte können. Aber trotzdem. Santa Ana jetzt. Direkt wieder neben Key in der Schaltaufstellung. Archer, auch alles sehr knapp immer noch. Das ist alles mega knapp, die Saison. Das muss man so sagen. Also letzte Saison hatten wir, glaube ich, wie viel Punkte überhaupt geholt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Zufriedenheit bitte steigern. Bitte, bitte. Das wäre sehr, sehr nützlich.
Um 4% gestiegen. Sehr schön. Nochmal 1 Million minus, fast 1,1 Millionen minus. Und jetzt, ja, Tondela war das 6 Rennen. Ich guck mal kurz, wie viele Punkte wir letzte Saison haben. Das sollte ja auf jeden Fall das Ziel sein, dass man da mehr Punkte holt. Obwohl es eigentlich allein schon durch das Ardennenrennen ja schon besser laufen soll. Oh ja, okay, das sollten wir auf jeden Fall haben. Ein Punkt noch, wir haben es. Aber Predator hat jetzt schon ihre Punkte überdeutet. Uiuiui. Also Dragon und Archer sind halt die, die diese Saison deutlich schlechter dastehen. Die Saison. Muss man sagen. Und Predator hat schon ihre Punkte überboten und wir werden es nächstes Rennen auf jeden Fall. Weil nächste Saison kriegt man kriegt ja pro Rennen ein mit 3 Punkte. Von daher haben wir das auch schon geschafft. Aber ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch wieder in Tondela dabei seid, wenn es hoffentlich ein besseres Rennen wird. Vielleicht, wenn das Wetter da so mitspielt, könnte es ein ja, interessanteres Rennen werden. Mal. Und naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.